Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal und zum nächsten Video. Heute machen wir das Gesso. Die Modellierpaste habe ich ja schon hochgeladen, das Video. Und eigentlich ist das Gesso nicht recht viel anders, zumindest nicht von den Zutaten. Wir brauchen nach wie vor einen Leim, wir brauchen unseren Puder und wir brauchen eine weiße Acrylfarbe oder eben eine Farbe, in der ihr das Gesso haben wollt. Ich habe jetzt hier keine Farbe stehen, einfach aus dem Grunde, dass ich immer noch diese Wandfarbenreste habe und ich werde die aufbrauchen. Ich habe jetzt auch festgestellt, Wandfarbe ist gar nicht so schlecht, denn es ist natürlich auch sehr deckend. Im Gegensatz zu den wohl etwas günstigeren oder billigeren Acrylfarben. Aber ihr könnt natürlich benutzen, was ihr wollt und jeder erwartet von seinem Gesso ja was anderes. Die einen brauchen das nicht so deckend, die anderen brauchen das absolut deckend und dementsprechend könnt ihr eure Acrylfarbe da auswählen. Könnt dann auch teure Acrylfarbe benutzen, wenn ihr wollt, aber wenn ihr anfangt und es das erste Mal probiert, nehmt einfach wirklich günstige Zutaten. Zum Babypuder möchte ich euch noch sagen, es gibt die etwas, ich weiß jetzt nicht, ob es eine professionellere Alternative ist, aber viele benutzen Schlemmkreide oder Calciumcarbonat. Das könnt ihr online in einem großen Shop finden. Das ist auch nicht teuer. Ich habe mir das mal hochgerechnet. Puder zu dem Calciumcarbonat, das kommt aufs Gleiche drauf raus. Das Calciumcarbonat kriegt ihr halt schön in 500 Gramm und 1000 Gramm Packungen und habt dann eine richtige Menge da. Und also ich glaube fast, dass 1000 Gramm zu viel ist. Weiß ja nicht, ob das irgendwie dann verklumpt oder so, aber schaut euch da mal um. Ich werde das, wenn ich meine Puder aufgebraucht habe, mir auf jeden Fall mal anschaffen. Ich habe das Video schon gemacht. Das Gesso war auch schon fertig. Dann habe ich das sofort danach, das war dann hier, das ist mein Gesso. Ja, man sieht jetzt da leider nicht so viel. Habt es dann sofort aufgetragen und war im ersten Moment ein bisschen enttäuscht. Denn es waren so, obwohl der Puder ja ganz fein ist, sah man so ganz kleine, ich kann es gar nicht erklären, es war nicht glatt, es war nicht cremig. Es war cremig schon, aber es war nicht glatt, sagen wir es mal so. Und deswegen hat es jetzt auch so lange mit dem Video gedauert, weil ich mir dachte, typisch, du hast wieder was angeschaut auf YouTube und keiner hat das erwähnt. Ich habe dann aber ein Video gefunden, wo die Dame erwähnt hat, dass das Gesso nicht ganz glatt ist. Dann dachte ich mir, okay, dann war es zumindest kein Fehler von mir. Aber die Beschaffenheit hat mir nicht so gut gefallen, denn ich benutze Gesso als Untergrund und dann gehe ich weiter mit meinen Distressoxiden oder was auch immer. So. Dann stand es eben da und am nächsten Tag habe ich es benutzt und dann war es auf einmal wunderbar. Und ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt aus diesem, das jetzt schon älter ist, also bestimmt ein, zwei Wochen alt, habe ich jetzt mir meine Art Journal Seite bestrichen. Also ich weiß jetzt nicht, wie gut man das in der Kamera erkennt, aber da sind keine kleinen Glümpchen mehr drin. Das ist ein Pinselhaar. Von diesen blöden billigen Pinseln immer. Ansonsten, es ist wirklich glatt, man sieht also nur diese Pinselstriche, wenn ihr genauer hinschaut. Erkennt ihr das? Aber ansonsten ist es wirklich glatt und ihr seht, es ist extrem deckend. Das liegt, ich denke mal, an der Wandfarbe, weil eine Wandfarbe ist ja auch deckend. Wenn ihr das nicht so deckend wollt, wie gesagt, entweder nehmt ihr weniger Wandfarbe oder ihr nehmt einfach diese günstigere Acrylfarben, die sind ja generell nicht so deckend. Okay, ich habe jetzt hier in diesem Behälter, ich habe mir das extra für euch ausgewogen, das sind ca. 50 Gramm von dem Puder. Und dann fangen wir an. Ihr könnt da nichts falsch machen, das ist jetzt erstmal nur ein Richtwert von mir. Wie gesagt, es kann sein, dass ihr noch Puder dazu haben wollt oder dass ihr noch Flüssigkeit dann dazugeben wollt. Jetzt nehmen wir erstmal 4 so Teelöffel mit Kleber.
Ja, machen wir noch jetzt einen guten Teelöffel drauf. Genau. So. Dann geben wir die Wandfarbe dazu. Also in meinem Fall ist es die Wandfarbe. Die ist bei mir, seht ihr das, total hart, weil sie natürlich ja eintrocknet. Viermal. Und dann verrühren wir das erstmal ein bisschen. Wenn ihr, wie gesagt, keine alte Wandfarbe benutzt wie ich, dann wird diese Mischung hier schon mal sehr viel flüssiger sein. So, ich habe jetzt hier eine sehr, sehr cremige Konsistenz. Ich glaube, ich gebe auch noch einen Teelöffel von dem Kleber dazu. Die Kunst bei dem Gesso ist danach, wenn ihr diesen Babypuder benutzt, rühren. Rühren, rühren, rühren. Ich habe mir schon meinen Akkubohrer zurechtgelegt. Ihr braucht entweder so einen Akkubohrer oder die Bohrmaschine oder ganz gute Armmuskeln. Denn das muss halt wirklich gut verrührt sein. Sollte jetzt bei euch das Ganze flüssiger sein, gebt einfach mehr Puder dazu. So. Und jetzt schütte ich den Puder dazu. Und rühre es erstmal ein bisschen um. Und was wir jetzt noch brauchen, ist ein bisschen Wasser. Ich mache mal die. Wie gesagt, wenn das bei euch schon nach dieser Vermischung jetzt flüssiger ist wie meins, dann könnt ihr auch das Wasser nur mit dem Sprühen dazugeben. Dann könnt ihr das feiner dosieren und lauft nicht Gefahr, zu viel Wasser zu benutzen. Aber bei mir ist das jetzt eh viel zu dick. Nee, das ist mir noch zu dick. Aber jetzt sprühe ich lieber. So, und jetzt werde ich meinen Akkubohrer, einfach diesen Löffel, reinspannen. Ich mache euch jetzt mal kurz aus und bin dann wieder zurück, wenn ich genug gerührt habe. So, ich habe jetzt ja gut 5, 6, 7 Minuten mit einem Akkubohrer das gemacht. Nur der ist ja auch so schwer, mir tut wirklich die Hand weh. Immer noch ein bisschen Wasser dazugefügt und jetzt ist ja so breiig. Seht ihr das? Also es fließt auf jeden Fall. Und jetzt werde ich die in mein Glas hier abfüllen. Da ist zwar noch eine alte drinnen, aber das ist genau die gleiche. Mit der gleichen Farbe und alles. Ich hoffe, ich treffe da jetzt rein. Jetzt benutze ich das mache ich dann außerhalb der Kamera. Wie gesagt, ich gehe jetzt nochmal mit dem Akkubohrer und dem Löffel da rein und werde das nochmal vermischen.
Und den Rest, den nehme ich jetzt gleich mal her und dann zeige ich euch, wie das frische Gesso auf dem Papier aussieht. Das dazwischen legen. Jetzt machen wir gleich das und binden ein bisschen ab. Und jetzt ist es eben wieder so, dass man ja diese weiß nicht, ob man das an der Kamera sieht, aber es ist nicht so, wie es ist, wenn es jetzt einen Tag gestanden ist. Und ich schätze mal, das liegt an dem Puder. An der Farbe kann es ja nicht liegen. Und deswegen sollte das bei euch auch so sein. Dann wisst ihr Bescheid. Stellt das mal einen Tag zurück. Und dann also bei mir war es dann weg. Es war wirklich nur bei diesen frischen, wenn ich es gleich benutzt habe, dass man da so ein bisschen dieses Kriselige sah. Entweder ist da der Puder noch nicht ganz aufgelöst. Ich versuche nochmal, vielleicht seht ihr das. Jetzt glaube ich, sieht man das ganz gut. Das ist wie wenn es so ein bisschen eine raue Wand ist. Und nach einem Tag ließ sich das auch wirklich viel geschmeidiger dann auftragen. So, jetzt habe ich die eine Seite mal einfach damit bestrichen. Also lasst es ruhig dann mal einen Tag stehen, das Glas, und holt es dann nochmal hervor und probiert es aus. Und dann könnt ihr immer noch entweder Wasser dazufügen oder ihr fügt Puder dazu, je nachdem. Aber wie gesagt, wenn es frisch ist, kann sein, dass es noch nicht euren Erwartungen entspricht. Dann seid nicht gleich enttäuscht. Ich hoffe, ihr habt damit auch dann so viel Spaß wie ich, weil mir macht es echt Spaß, das herzustellen. Und vor allem, wie gesagt, wenn man dann das Ergebnis anschaut, das ist wirklich einwandfrei. Da sieht man nichts Grisseliges, gar nichts. Das ist wirklich eine glatte Oberfläche. Sieht man nur das, was ihr jetzt in der Kamera als vielleicht Streifen seht, das sind die Pinselstriche. Ich trage ja mein Gesso auch manchmal mit dem Spachtel auf. Und hier ist es eben, dass es viel grisseliger noch ist. Ja, das möchte ich euch als Info einfach mitgeben und nicht einfach nur sagen, ja, so ist das Ergebnis, schaut gut aus und dann macht ihr das und dann seid ihr enttäuscht, wie ich war auch im ersten Moment enttäuscht, weil das eigentlich noch nie jemand im Video so gesagt hat. Und ja, probiert es aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dann eure Erfahrungen mitteilt. Gerade wenn ihr auch normale Acrylfarbe genommen habt, wie es da wird. Vielleicht könnt ihr auch mir dann den ein oder anderen Tipp geben. Und ja, das war es dann erstmal. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch, jetzt haben wir Modellierpaste, jetzt haben wir Gesso, dieses Gelmedium. Das möchte ich auch noch machen. Das habe ich ja einmal gemacht, habe ich schon in dem anderen Video erzählt, aber es ist ja viel zu flüssig, denn ich hätte da einfach auch diesen Leim nehmen müssen und ich habe flüssigen Kleber genommen. Und das mache ich auch noch, wenn das andere Glas mal so ein bisschen leerer ist. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr hattet daran Spaß und habt einen guten Tipp bekommen. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!